Aber das Salut, was der Feier, du bist da daheim und du kannst noch bleiben. 14 Jahre musst du zurück. Und du gehst hier wohl noch nicht bis Christat, du hast hier noch die Reine auf. Wo sie nicht was los wie, das gemeint, wenn es noch nicht geht, da warst du fahren, dann ist du was fahren, flüchtig, dann gehst du bei der Mauer gestaut, jo. Aber die sollten, die Schnelle gesagt hat, die sollten auch noch zu mir, wie sie rumkommen sind. Ich kann mich noch gut erinnern, so dass ich schon müsste, bis zu dir ausgegangen was, wo ist die Schnecke umgedreht. Und dann habe ich so drin geguckt am Haus, wie sie so lässt, wie ich ein Mann war. Das kann ich mich erinnern. Und da hat meine Geschwister, das hat damals ein Jahr, da hat er mir über 10 Jahre, bis du raus warst, du den Pop, du an die Menge zu kreischen, und Mom, du an die Mann zu kreischen. Das ist schon ein kleines Mädchen von 9 Jahren, das ist dem halt abgefallen. Jo, Christa Moyes, wie die Länder Moskau sind, sie sind nicht einmal wieder auf Tickets geführt, Zug auf Gär. Ja, aber da war ich schon zu, aber eine Woche schon an der Stadt. Und da war die Zeit bis zu, aber da ist mein Zug ist hochgegangen für München, da oben für Österreich. Und da hat mein Papa gesagt, man, da gehst du die Zeit bei Gürgens Ketti. Das war sein kleiner Cousin, das hat in Wirtschaft zu Bodeweg, da gehst du durch. Aber wir sprachen, sie kommen sind. Die sagt, Kette, die Eid, komm, gehst du mal mit bis ran an die Küche. Und dann ging ich mal an die Küche und du hast dir zugespielt. Die sagt, hat er schon einen Platz für dich? So. Ich sagt, nee, nicht gehen. Weil du hättest schon einen Platz gehabt, das ging auch nicht. Ja, für was? Man sagt, das soll nicht gehen. Dann hatte ich schon einen zugemacht, wenn wir deutschfeindlich wären. Und nicht soll nicht gehen. Da gehen die anderen, die Älteren mit den Schwestern, da gehen die umgesiedelt. Und da kommen die da oben aus Schlesien, aus Polen, da kommen die fortan, wie der Krieg ausgeht, in der Wien da rüber aus, da können die mal alle guten Leute bleiben, so wie es Bomben, wie es Granaten, das weiß ich das schon nicht. Und dann ein Ockens, du hast den Stopp rausgekocht, so lasse ich nicht frei. Und dann weiß sie, kommen sie nicht. Kann sie aber nicht die Eltern mit zwei Geschwistern draufkehren, für den Haut zu retten. Dürfen sie nicht in die Hand gegangen. Ja, mit der Zeit war mal was vor, sind ich lieber auf die gegangen, und ich mich auf den Zug gesagt, für München, und ich war da drüber, du warst schon der Weg. Da bin ich um 10 Uhr war ich da, da in der Kaserne. Weil der Musel Cheng aus dem Grund da, als es kein. Und das war ein Telegramm, Kitz. Ich sag mal, ja, zum Buch, ja, wenn es danach heim. Wir zwingen sie rein, das ist kein Heim. Ich vertäsch dann alle, dass wir zwingen lang gerufen gehen an die anderen. Ne? Boah, nur ab war bis der 5. Januar, ja. Du sind die anderen so losgekommen, oh, sind die wieder heim. Wir sind wieder der 14. heim. Weil mir Silvester, da hatte mir immer völlig am Münz gehabt, die Zeiten. Silvester war mir da raus, da kommen Schoss, die Spotze nach, an ihrer Uniform, die Däne so von ihrem Besen, die Steck raufgebracht, da hat der Tasch gestacht, das bringt ihnen Glück, so ein Dammattel, dann muss denen den Trinker gehen. Oh, das war dann den, der Januar, wie die anderen kommen sind, und das ist mir auch schon direkt verloren gehen, zu Villach angelöden. Für Russland, direkt schon der 5. Januar. Und da war ein Waggon in Zug und in anderen Zug hochgekremmt gehen. Und da waren auch noch ein paar Waggon drum mit Waffen, mit Kanonen oder mit Panzer. Ja, haben wir. Was hatten wir? Wir waren vor 200-300 Leute gewesen, die da mitgefahren sind. Ja, der 5. Januar sind wir in Angelöde gehen und da waren wir dann. 22. Januar waren wir da, wobei sie, wo wir sollten nicht kommen. Immer in der Wehr im Aufgang, bis da den anderen Zug kommst, den du hineingefuhr hast. Und da sind wir zu Nikopol, da sind wir an den Ersatz gekommen. Dafür da oben sind wir nach Teiselwerdeck beschmiert mit Nummern 21, 22, Buchstaben, Ziffern, einen halben Meter groß. Man sieht aus dem Schuss von uns, der ganze Schuss von Steiger vor, der leidige Schuss von Gilsen. Wir drei waren bei denen. Drei Mann hier rein in das Haus. Ja, da kommen wir mit rein. Nur da das Russenhaus, der käme am Haus, der Bomben.
wie sei da ran. Da haben wir dann oben nach Tanner in ein Flasche Wein. Da haben wir aber nach Großesholz Geburtstag gefeiert. Das war die Zeit am 23. Januar. Da haben wir dann ein bisschen gesungen. Ja, und am anderen Tag sind wir verdient. Und ich mich gefragt, da ist kein Metzger dabei. Sag, ja, gehen Sie hin zur Feldküche und fragen, was du brauchst. Von deinem Kollegen, da kennst du bei uns prima. Ja, ich war eine Woche da, ich habe natürlich gemacht. Ich habe gemacht, wenn ich nicht könnte. Ich habe mir dafür gerumpelt zu schälen. Und nach dem war ich da, haben sie mich in die Zwingerbatterie geschickt. Und ja, du warst es durchgegangen. Du hast den Nikopol-Brückenkopf, wie sie das genannt haben, das von seinem Spitz, das wie Keil da rangeschlagen. Das nennen sie einen Brückenkopf. Du sollst dann der General der Brückenkopf Nikopol muss und wird gehalten werden. Was meinst du, was er da geknüpft hat? Und die Russen hatten die Spitze da und den zwei Seiten dabei. Ja, doch, den ersten, den wir da gesehen hatten, wie wir schon morgens rausgegangen sind, den hat sich da gelacht und rausgeworfen. Das war ein Junge vom Spital Milstädter See am Österreich. Da haben wir die Granate geschlagen. Nicht direkt wieder da ist, wir hatten natürlich 100 Meter gewesen sind. Den Splitter wasch gefahren und hin, der erste Splitter, der kommt hin den Bau abgerabt. Da stand hin dann da sein Ding, sein Dämon zu haben. Ja, fragt so, so hat sie mir gleich gesagt, was ich hier raus, soll ich hier anfangen gleich. Ja, du hast also, du gar nicht was zurückgegangen, immer zurück und zurück, auf Stellung gegangen. Ja, das ganze Ukraine, das Moldawien, das war derzeit Bessarabien, das geheißen, das hat das Moldawien. Und dann die Georgien, die an den 1900 Jahren, an 1900 viele Lützburg ausgewandert sind, an Siebenbürgen, auch dadurch ist das Ukraine. Und dann sind wir gekommen bis nach Rumänien. Und da in Rumänien, Ukraine, da war Pater Bastelmann. Am einen Tag lüder er mal eine Stellung oder zwei, und dann hat er den Mager gepackt und dann ist er zurückgegangen. Und dann in Rumänien, ja, da kommen wir dann auch ins Sinn, wir waren die Lächte, wir waren Rückbachsteckung, die haben immer nur mit den Russen zurückgehalten, und wir hatten nicht viel von Munition. Und dann kommen wir da bei so einem großen Stall, das war so ein Hofstall gewesen, in einem großen, langen, schmutzigen Dingen. Da war kein Pater, da war ein Pater, kein Dier, die zu, da war auch nicht der Bannen. Aber wenn wir da dabei gekommen sind, da lagen so die Offizier geschaut, sind 20 von 29 Soldaten. Ja, der SS, die hat die vier Runde umgelöst. Die war vier Runde, ist die und die, sie ist nicht lange am See, mit denen, die und die einfache Schuss, die waren sie und sie wasch gemacht. Ne? Da war ein Junge, der war so alt wie mir, 19, 20 Jahre. Den hat ich da rausgeschafft. Ja, habe ich gesehen, den haben wir zu mir doch gesagt, wir sind immer allein geblieben. Ich wusste auch nicht, dass wir die Geschwür fuhren. Und den hat wahrscheinlich nämlich in der Schöne einen Durchschuss. Einen hat immer noch so hochgehalten. Man schläft ähnlich nach Ram bis an den Stall. Du an den Eck vom Stall gesetzt, sich du an den Eck hat immer so rumgeguckt. Wo da gefroren. Und es ist gebunden, es ist so ein gebunden, dass immer die Umstechen. Wir haben schon Wasser gegeben. Und ja, das hat nicht lange gedauert, wir haben vielleicht eine Stunde da. Und es ist immer das Geheiste, fertig machen zum Abmarsch. Und dicht sind sie nach drei, wir hatten drei Geschütze, drei Kanonen, aber wir hatten auch drei Granaten, just drei Granaten, mehr hat man nicht mehr von Munition. Und wenn man das gewusst hat. Wir sind in der Stellung gegangen, fertig machen zum Abmarsch. Gut, und du kannst spielen, der Majerus, wo wolltest du schon sagen, nicht wie Stunde nach der Beinein, bei der Pat, mir nach Rage guckt, im Jung nach Gewinnlo, da wir lo fortgingen. Und du kannst spielen bei Misch, du siehst zu mir, kann man dir leider, laden sie ihr Gewehr durch und legen sie den Kerl um. Allein, ich war feiert. Ich wusste nicht, was ich so einstößt. Du musst eine Ursache sichern. Du kannst da nicht den Jungen, den du dich nicht kapieren und schießen. Ja, so, das ist immer ein Problem. Ich sagte, Hauptmeister, ich kann das nicht. Wieso können Sie das nicht? Ich sagte, der Kerl ist nicht bewaffnet. Und er hat nichts gesagt. Und du hast hier hingegangen.
Ja, den erschoss der Junge. Also, ich hätte vielleicht nicht geraten. Ich hätte gezielt, wie ein. Weil ich habe eine Ursache probiert, mal, ich sehe vielleicht nicht. Ich bin immer froh, dass das hin hat. Ich habe mich nicht gedacht, vergessen bei den Lohen. Da warst du ein kleiner Mensch, ein junger Kerl, der fährt vielleicht. Und du kommst hin, du hast hingegangen, jeder zweimal beigegangen, zwei Meter, den zweimal abgeschossen, den dort geschossen. Also aufsitzen, bauen, auf Pferd, alles. Und Geschütze, die haben immer nach drei Granaten, da kommen die Russen, die kommen über den Bierchen. Die drei Granaten, die da oben gehummelt, wumm, 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 als das ging. Und ich habe was ich gewusst hätte. Und da liefen drei ganze Party, und die anderen, die sind am See zurückgeladen. Und sie gewusst hätten, die Hülle nicht mit zu schießen, da werden sie kommen. Zweimal hatte ich eine hundertprozentige Chance, wir sind aus einem Dorf rausgefahren. Mit den Geschützen, mit dem Wurm, mit dem Wind, mit alles. Aus dem Dörf raus, und da kommen die russische Flieger von rechts. Und die Schlachter, wie sie sie genannt haben, an der Bibel. Da sind sie ganz tief geflogen und da hat auch schon geknüpft, wo ist gegangen. Und da habe ich schon an den Pferd geduckt, ich stehe von den Lohn. Ich erwischt, als sie den Schuss nicht mehr so stark. Und da schlägt ein. Das wären 3,5 cm Bordkanonen und Preise, die genannt. So ein Ding, so dick. Die schlägt mir just. Und da sind sie vor, aber ich habe verstopft, schreibe mir so ein Stück für den Fußschläge, den wir haben. Die sind nicht explodiert, das wäre ein Gewehrkugel. Da war kein Ding dran. Da hatte ich Chance, das wäre an den Fuß gegangen. Und die andere Kehre, da haben wir hundertprozentig, da kommen sie von links, da haben wir alle mal sagen, du hast rausgefahren sind. Und da hatten sie gut gesagt, da konnten sie, und von überhaupt hatten sie die ganze Equipe am Ding, hin und her rennen, rausschießen. Ne? Da haben sie mir da, und dann haben wir da mit Granatwerfer, nicht mit Granatwerfer, das war nicht von der Fliege. Eine Granat, die angeschlagen ist, wo haben nicht weit von alles weg, hat eine Granat angeschlagen von der Artillerie, und ist schon gespürt, Das schon gespürt, dass etwas aus deinem Gesicht geflogen. Also du gespürt, du hast nichts gesehen. Die gekracht und du warst bald zu spät, du warst tschum, da war etwas geflogen. Und ich wusste nicht, was das hier los. Und du guckst drin, ich mich um. Du luchst den da, du luchst Perto, der Mulli, den hat zwei Splitter, so groß. Und richtig zackig, und noch einmal so breit von der Granate. Und dann hat der Mutti hat den Schuss dann schlau gekriegt. Du hast ihn nicht getraut über die Frage. Da hat der Alter meine Chance gemischt, das wären 200% die Chancen. Die mit den Bordkanonen und die Splitter, die den Mauleser da umgeworfen haben. Das war der Kamperpatze gefahren. Und du warst da dann zurückgegangen, all dem vier, durch Rumänien, durch überall. Du waren. Auch morgen in Rumänien, da kommen Oberstadt in August, Ugangs August, in Rumänien gelegen. Und dann im Dorf, da schrieb wieder, für dich hatte ich noch, oh, in Rumänien, bei einem Pferd, du müsste gewäscht gehen. Und ich hat mir so ein viel Mühe gegeben, dass er ein richtig Pferd kam auf Lesen. Und der hatte viele bei sich. Und wir sind an der Moldau, die waren nicht mehr groß wie Zauber auf der Platz. Da sind sie rangegangen in der Schuhe, mit den Pferden an, dann ist gewäscht. Und fertig war er am 4 auf 40 Stimmels. Und der Juni, da hatte ich da Pferde, auch mit dran, auch durch die Hauptsache. So haben sie nie dann noch geguckt. Sie haben sich dann mit dem Film haben gesehen, dass wir müssen der letzte Mann bleiben. Weil die Maulesel und Film bei sich gelaufen ist, dann haben die Hand ausgepackt. Und dann auch durchlegt und ich lehre am Zollus die anderen Wäsche. Und dann sind sie uns alle kontrolliert, wie ich komme sie. Hey, du kontrollieren sie mein doch. Du fühlen sie mal fangen dadurch, gehen die Busten. Kann man die Leute, da haben sie ein Pferd gewaschen. Ja, Roller, Meister. Was ist das? Staub. Da hat die Stöpsel gefangen. Ja, Roller, Meister, Staub. Haben sie ein Pferd gewaschen? Nein, aber Meister, ich habe gesagt, ich konnte schon nicht lehren. Und heute Abend gehen sie mit zur Feuerstellung, nur zu diesem geht der Mann. Da sind wir dann an dem Gang, an den Ofen, zweiten sind nicht, Ofen sind nicht immer da, nur zu Teichen, weil sie sich abgefahren haben, mit Stellung,
Feuerstein und Kanonenstungen. Und dann bist du abgekommen, und du ran, und du hast einen Offizier, also in Dänien, in Oberleutnant, den Ungesund mich gut gemeldet, so und so, Befehl, hatte ich gekriegt, so und so, und ich bin gekommen, stillgestanden, wo ich Taxe mich dabei nicht klappen, hatte so, ich bestrafe den Kanonier leider mit 3 Tagen verschärftem Arrest, will ich nicht ausführen eines Befehls. Dann, Brüder, ich, du konntest Taxen ermuppen, hab den, also den. Und du doch mal drauf, am 26. Juni, du sind ich dann, du luch mir auch an einen Mann im Dörfeber. Du sind ich dann oben gerufen, ich muss mich fertig machen für den Bunker. Aber an einem Privathaus, weil so ein kleines Spiel, ein Spindchen, wir haben 1 Meter breit und 2 Meter lang, da luch Schnee und Boden. Und du da ran, da haben wir gar Schuhschnüre raus, Hosenträger ab, dass du dich nicht kannst abhängen, der Mann nimmt weg, hat sowieso kein Abhängen da. Da auch kein Fenster, ich lenke das Licht, weil du dafür so dem ist ein Haus da. Da kannst du nicht so totlaufen, du kannst auch nicht entschlafen, du hast keine Waffe bei dir. Und du raus, den er rausgelassen, tut schon nicht dran, und du nicht ran. Du warst dann vom 26. bis den 29. Das war ein euer Pittestag, die sind schon rausgekommen, den 29. Da haben schon mehrmal oben gesehen, mit dem Bauch gegangen, als Schuhschnür raus, Hosenträger ab, aha, da könnt ihr auflesen. Ja, da gucken wir uns wirklich angesperrt bei Wasser Brot. Meist gucken wir, die haben das Brot, wie sie hatten an der Wehrmacht Brot zu lagen, also ich, an ein gammel Wasser. Das war alles für den ganzen Tag, das war bei Wasser Brot, wie sie früher gesagt haben. Ja, du nützt. Und sind wir zugespeit, aber nicht, und ich gesagt, was sind die dann im Nutzen? Dann haben sie sich nicht, dann ist nichts geknüpft, und ich mal müsste rausgekommen. Ich habe Schiffe gehen, und was hat los die dir dann im Nutzen? Wo soll ich da laufen? Ich habe keine Schuhstrecke, nur eine Schuhe, kein Brett haben, und ich habe eine Box, kann ich nicht laufen, auch kein Baff. Boah, dann sind wir an dem Zweck gegangen. Ich mag ein Rimm an sich, und da waren der Russ kam immer ganz nah und dann haben wir den Spieß gerufen, rette sich, wer kann. Der Niemand ist ganz nah und dann hat alles ausgespannt, dann wurde ich stehen gelassen. Pferd geholt, ich nur an den, weil der Esel nur erwischt hat, und dass die Sau haben sich gegangen, dann ist auf den Russ zugegangen, Platz, die anderen. Und dann haben wir zu Fuß matt gemarschiert, und dann da alles ausgegangen, die Panzer kommen, die Kamion kommen, das müssen wir aufpassen, dass das nicht überhaupt gepasst hat. Und wir waren ganz versprengt. Ich war mit Jessen und Franz, das war in Österreich, wo so halb ich. Wir zwei waren auch noch zum Schluss, waren wir bei Nähen. Und wir mussten über den Baddamm gehen, den Eisenbund. Und die Bundluft schwimmen wir heiß, mit Stoß. Da waren wir so 1,5 Meter, war die Bund mir heiß. Ja, wir durften und mussten rüber. Und der Russ hat einen direkten Feind an sich. Den hat als ich rüber über den Bund, der nur einen Kilometer, wie weit, wo kein Kilometer, da lucht den, den hat die ganze Dinge gesehen, wenn man mal Maschine gewährt, da lucht den. Und so, wir müssen nur das nächste Mal, wir müssen rüber.